comes a time when you're drifting, comes a time when you settle down, comes a light, feelings lifting, lift that baby right up off the ground. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees in laying down. Comes a time, comes a time, comes a time. You and I, we got captured. We took our souls and we flew away. We've a right, we've a given. That's how we kept what we gave away. Oh, this old world keeps spinning round. It's a wonder tall trees in laying down. Comes a time, comes a time, comes a time, yes! Comes a time, comes a time. Dankeschön. Ja, hallo. Guten Abend, herzlich willkommen. Heute das letzte Mal, wo wir diesen Livestream machen. Music Beats aus dem 3K. Wir hatten das ja während der Corona-Zeit, wo wir totalen Lockdown hatten, also keine Gäste. Haben wir das ja angefangen und machen jetzt eine kleine Sommerpause. Heute also das letzte Mal. Schön, dass ihr dabei seid. Und mein erster Gast, herzlich willkommen, Andrea Schwarz, Fraktionsvorsitzender der Grünen im baden-württembergischen Landtag. Hi, Andi. Hallo, lieber Micha. Schön, dich mal wieder zu sehen. Und tolle Idee, tolle Musik. Bin gespannt, wie viele Leute heute kommen. Ja, wir haben ja sowieso eine begrenzte Anzahl derer, die da jetzt teilnehmen dürfen. Um uns herum sind ja ein paar wenige Leute auf Abstand. Wir selbst sind natürlich auch auf Abstand. Ja, zeig mal rüber, sind das 1,5 Meter? Ja, klar. Dicke, dicke. Naja, also so. Also die Rechtsverordnung halten wir unproblematisch ein. Kannst du einen schönen Gruß an meine Lucha sagen? Also alles eingehalten hier, rechtskonform. Genau. Rechtskonform. Ja, du bist Familienvater und hattest keine Kurzarbeit in der Corona-Zeit, eher sehr viel zu tun. Ihr habt im Ministerium, in der Landesregierung den Lockdown beschlossen. Und jetzt habt ihr die langsame Öffnung beschlossen, ja, mit dem Risiko und so weiter. Aber ihr müsst halt alles aushalten. Also ihr seid quasi gebrandmarkt und wenig gefeiert, aber ich würde ein Stück weit schon feiern, weil wir sind eigentlich ganz gut weggekommen. Also ich glaube, wir sind in der Tat ganz gut durch diese Krise gekommen. Wenn du dir die Zahlen anguckst, dann ist es uns gelungen, die Zahlen in Baden-Württemberg niedrig zu halten. Ja. Also das Infektionsrisiko ist immer geringer geworden. Und du darfst nicht vergessen, wir waren ja durch Ischgl, durch Südtirol, durch die Vorfälle im Hohenlohe-Kreis, im Elsass sehr stark betroffen. Wir hatten also wirklich sehr viele Infizierte. Und dass es uns gelungen ist, diese Zahl gering zu halten, das ist wirklich der Verdienst von vielen Bürgerinnen und Bürgern, die sich dran gehalten haben. Das waren schwierige Entscheidungen, Gastronomie zu schließen, auch die Schulen zu schließen.
Aber die Entscheidungen waren notwendig, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Und jetzt, weil die Zahlen so gering sind, können wir eben auch weiter öffnen. Gastronomie ist offen mit Hygiene- und Abstandsregelungen. Die Schulen können jetzt wieder, auch die Grundschulen geöffnet werden. So, aber ich appelliere weiterhin an alle, wirklich die Kontaktvermeidung, Kontaktreduktion einzuhalten, weil dieses Virus einfach gefährlich ist und wir noch zu wenig über dieses Virus wissen. Ja, aber wie darf man sich das vorstellen? Wie habt ihr das gemacht? Also man sagt ja immer die Regierung und man braucht da jemanden, auf den man dann schimpfen kann oder und so weiter. Da kommt ja wenig Lob wahrscheinlich. Aber ihr seid immer Gremium zusammen, Föderalismus, wissen ja alle, Bundesregierung sagt irgendwas. Aber ihr macht ja Entscheidungen in Baden-Württemberg. Wie geht es? Wie viele sind beteiligt? Ja. Oder? Also wir haben einen sogenannten Lenkungsstab und Krisenstab im Staatsministerium eingerichtet. Der Chef der Staatskanzlei ist der Organisator, der Vorsitzende von diesem Lenkungsstab. Und alle wesentlichen Entscheidungen werden entweder durch die gesamte Landesregierung, das sind dann alle Minister dabei, oder durch den Landtag getroffen. Ja, also der Landtag war beispielsweise dafür zuständig, dass wir jetzt für ein Programm für Gastronomie und Hotels, dass wir da ein Darlehen aufnehmen, dass wir dafür Gelder zur Verfügung stellen, dass wir Gelder für eine Soforthilfe zur Verfügung stellen. Das hat alles der Landtag beschlossen. Nur wenn quasi Gefahr im Verzug ist, wenn du jetzt an einer bestimmten Stelle eine Ausbreitung des Virus hast, dann muss natürlich zügig gehandelt werden. Dafür gibt es unser Gesundheitsministerium mit Mann in Ufa. So, und dann müssen da eben sehr schnell auch Maßnahmen zur Gefahrenabwehr ergriffen werden, dass sich das Virus nicht stärker ausbreitet. Also ich kann mich erinnern, an Karfreitag gab es wirklich eine neue Verordnung. Ja, so, weil eben dann sehr schnell gehandelt werden muss. Ja. Also wir stimmen uns ja ab mit der Kanzlerin, mit anderen Bundesländern. Das ist teilweise jetzt schwieriger geworden. Mhm. Ja, aber wir dürfen eben nicht vergessen, Baden-Württemberg und Bayern, wir haben 50%, nahezu 50% aller Corona-Infizierten in Deutschland gehabt und deswegen mussten wir auch zu schärferen Maßnahmen greifen als jetzt Bundesländer wie Thüringen oder Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, wo auch sehr wenige Menschen wohnen. Da ist bei uns einfach die Lage eine andere gewesen und oberstes Ziel bei uns war, das Gesundheitswesen auszubauen, auch genügend Intensivbetten zu haben. Wir haben beispielsweise jetzt auf 5000 Intensivbetten erhöht. Das ist alles wichtig für den Fall, dass uns diese Welle nochmals erwischt, dass wir vorbereitet sind. Also wir werden sicher besser vorbereitet. Wir werden dann besser vorbereitet auch sein. Auch mit den Masken. Wir haben quasi mehr Masken. Es haben jetzt auch viele Masken gebastelt. Also das sind ja schon richtig. Das sind richtige Masken, ja. Aber es reicht auch so ein tolles Buff. Okay. So ein tolles, das jetzt, ich wollte es ja nachher machen, hier. Aber jetzt blasen wir doch mal mit dieser Maske dieses Feuerzeug auf. So, und jetzt setze ich mal das Ding auf. Also das ist eine Alltagsmaske hier vom VVS. Das ist der Verkehrs. Das ist der VVS, der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart, weil wir ja auch wollen, dass die Leute sich ökologisch verhalten. Deswegen Bus und Bahn fahren. Eine Fahrradmaske. Ja, und deswegen unterstützen wir auch unverpackt Läden, ja, das weil die auch sehr ökologisch sind. So, und jetzt setzt ihr diese Maske auf. Das so, jetzt diese Maske. So, jetzt blasen wir das Feuerzeug aus. Ja, du bist unter der Maske. Ach so. Aus mit dem Draht. Ach so. Mund-Nasen-Bedeckung, genau. So. Und jetzt? Jetzt geht's nicht. Jetzt geht's nicht. Anscheinend lässt das Ding mehr durch. Und jetzt habe ich was für meine Lucha, was du bitte nehmen könntest. Ja. Also ich demonstriere das jetzt mal zum Schlussfeuerzeug anmachen. Da geht überhaupt nichts. Dieses Facial darf man nicht benutzen in der Gastronomie. Kannst du bitte meine Lucha das mitnehmen? Weil man könnte das Gesicht sehen, man könnte den Lippenstift sehen. Ja. Man könnte die Person sein, man könnte atmen. Ja. Ich habe jetzt ein Geschenk für den Maniluka. Okay. Nimmst du bitte mit, weil wir hätten das Anliegen aus der Castro, ob man das nicht zulassen könnte. Weil du bläst damit gar nichts aus. Und mit dem von der VVS geht's eben. Ja. Mit den Masken, die wir jetzt tragen, diese Einmalmasken, was du da hast, oder die kann man auch desinfizieren, geht wirklich nichts durch. Und durch das geht natürlich schon was durch.
Und leider sind diese Face-Shirts nicht zugelassen. Ein Anliegen in der Gastro. Gut. Alle Mädels, die in der Gastro arbeiten, die Jungs, die in der Gastro arbeiten, würden gern die Möglichkeit haben, das aufzusetzen, ja, weil man Luft kriegt und ja, weil man ein schönes Gesicht sieht, weil man empfehlen kann, weil man die Gestik, Mimik, also kann von den Lippen ablesen. Nehme ich gerne mit, diese Anregung. Weißt du, was mir die Abgeordneten aus Italien gestern berichtet haben? In Italien kriegst du so einen Glaskasten auf deinen Tisch, wenn du in die Gastronomie gehst. Ah. Also dann würde jetzt quasi jemand, das wieder vergessen, bitte, jemand kommen und mir so einen Glaskasten hinsetzen. Nein, das war so. Und ich habe die dann auch gefragt, wie macht ihr das mit der Bar? Ja. In Italien ist die Bar geschlossen. Okay. Überleg dir das mal. Guck mal, unsere riesen Bahn. Wir haben 4 Plätze von 20. Ja, also. Ja. Ja, aber also, einschließen wollen wir es ja nicht. Toi, 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 ja. Okay, mal noch eine konkrete Frage. Jetzt habt ihr Gelder verteilt, und zwar richtig viel. Ne? Ja. Und dann kommt Frau von der Leyen, die noch was verteilt in die Bundesregierung. Und dann kann man noch die Umsatzsteuer vom letzten Jahr zurückholen und so weiter, steckt auf die Kommunen durch. Ja. Also es wurde mehr schwindlig. Ja. Und man macht dann auch gar nicht mehr so Steps, so 1,2, 3, 4, 5 Millionen, sondern man geht ja in 500 Millionen Steps oder irgendwas. Wo liegen die Prioritäten? Wie viel Geld ist denn noch da? Also die Prioritäten liegen darauf, dass wir Insolvenzen von Firmen vermeiden, dass wir die gute mittelständische Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg erhalten, dass wir niemanden im Stich lassen, dass niemand verloren geht. Deswegen Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen, Rettungsprogramm für die Gastronomie, weil wir quasi euch zugemacht haben, Rettungsprogramm auch für öffentlichen Nahverkehr, weil der ÖPNV eben nicht fahren konnte. So, und die nächste Stufe ist ein Konjunkturprogramm, was wir auflegen müssen. Also nochmals gezielt in Forschung und Entwicklung investieren, in ökologische, umweltfreundliche Produkte, auch in das Thema Elektromobilität, Wasserstofftechnik. Ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir die Beschäftigung wieder ankurbeln. Ich meine, das war ja, es sind ja jetzt auch gewisse Missstände aufgetreten, oder was Missstände würde ich mal sagen, aber wenn wir jetzt den Schulunterricht halt umstellen müssen auf digital, dass das eben noch nicht so weit ist. Also gab es jetzt auch ein Förderprogramm für iPad, Computer kaufen. Es lief ja trotzdem auch die Regierungsarbeit weiter. Bleibt da genügend Geld da? Weil jetzt müssen wir die Schulen wieder hochfahren. Die Schüler sollen nicht auf der Strecke bleiben. Ist jetzt nicht ein Ressort, denke ich mal. Aber wie kriegen wir das hin, dass die Schüler auch wieder aufholen und auch in dem Bereich Digitalisierung jetzt quasi das Paket gleich mitnehmen? Also was wir brauchen ist, wir brauchen ein vernünftiges Konzept für Fernunterricht. Ja. Wie sieht eigentlich Lernen in der digitalen Zeit aus? Ja, so brauchst du eine technische Ausstattung, also beispielsweise eine Lernplattform. Da können Lehrer Aufgaben einstellen, Schüler Aufgaben kopieren, Eltern nachschauen, haben die Schüler die Aufgaben gemacht, können Schüler mit Lehrern kommunizieren, kann der Schulleiter was einstellen. Also eine Plattform, quasi ein Cloud-System, wo man miteinander kommunizieren kann, sich vielleicht auch austauschen kann, vielleicht auch über eine Chat-Funktion oder über eine Videofunktion. Das ist der technische Anteil. Du hast recht, wir stellen 130 Millionen Euro zur Verfügung, damit die Schulen digitale Endgeräte, iPad, Computer, Notebooks, kaufen können und die an Schüler ausgeben können, die das momentan nicht haben. Ja. So, und das Zweite ist dann, dass es quasi auch ein pädagogisches Konzept dafür braucht. Wie lerne ich denn mit dem iPad? Wie mache ich das denn richtig? Ja. So, und unabhängig davon brauchen wir natürlich auch wieder Präsenzunterricht. Denn der Lehrer ist ja nicht zu ersetzen. Ich merke das ja gerade selber bei meiner Tochter in der 2. Klasse. Die macht wirklich sehr, sehr tapfer und engagiert Mathe-Hausaufgaben, Deutsch-Hausaufgaben und die Lernpakete. So, aber wenn es dann um neue Wissensvermittlung geht, ja, jetzt stell dir mal vor, 5. Klasse kommt Bruchrechnen und sowas. Du erinnerst dich von früher, ja. So, das muss ja schon ein ausgebildeter Pädagoge erläutern, ja. Und deswegen brauchen wir dann auch wieder Präsenzunterricht und nach den Pfingstferien wird es das auch bei uns geben. Ja, ich meine, so wie uns die sozialen Kontakte fehlen, fehlt es natürlich auch den Kindern. Schneidet ihr die Sommerferien zusammen oder bleiben die? Die Sommerferien bleiben, wobei wir, oder? Ich weiß, ja, wobei wir die Sommerferien bleiben, wobei wir in den Sommerferien Sommerschools anbieten werden. Also wir werden Lernangebote vorhalten, was glaube ich auch wichtig ist.
weil viele Leute sollen ja alle durchkommen. Also sollen alle durchkommen. Rein, aber Micha, das ist das Ziel. Ja. Keiner darf verloren gehen. Ja. Keiner darf verloren gehen. Das ist ein sehr ehrenwertes Ziel und auch eine große Herausforderung. So, und wir wollen jetzt nicht alle verpflichten, aber wir wollen dieses Angebot machen. Das finde ich ja toll. Noch ein Ding, jetzt, die Kultur soll wieder hochgefahren werden. Gab ja ein Papier, das aber noch nicht beschlossen ist. Also wir wollen ja in Kirchheim auch einen Kultursommer machen, du bist Kirchheimer, und wollen mehrere Veranstaltungen in kleinen Formaten gleichzeitig, dass man weitergeht. Kirchheimer haben so eine App entwickelt, wo man sich registrieren kann, sodass wir das möglich machen. Wir wollen Kunst, Kultur, die Musiker brennen darauf, wieder zu spielen, auch Theaterleute, alles. Haben wir Konzepte. Was glaubst du, wann so die ersten Regeln jetzt tatsächlich, wie wir es halt ablaufen lassen können? Muss man nur zuwarten? Weil wir wollen jetzt schon planen, dass wir das Konzept haben, dass wir aufgestellt sind, aber vor Mitte Juni wird wahrscheinlich noch nicht viel passieren. Also wir werden die Regeln dazu in den nächsten Tagen, werden wir die bekannt geben. Mhm. So, das heißt, ihr könnt euer Konzept auch schon planen und rechnet mal vielleicht eher mit weniger Personen. Ja? Ja, solange die Veranstaltungen aber draußen stattfinden oder es die Möglichkeit gibt, hier auf der Dreikönigstraße, auf dem Marktplatz. Wir haben schon gedacht, im Freibad. Freibadwiese. Freibadwiese, Schlossplatz, Rollschuhplatz, also überall dort, wo du nicht in Räumen bist. Ja. Das ist viel einfacher, denn wir wissen eben, dieses Virus überträgt sich über Tröpfcheninfektion und über Aerosole in der Luft. Und wenn du draußen bist, dann ist das Infektionsrisiko weitaus geringer. Von daher, deswegen gab es auch mal diese Überlegungen, dass quasi Personen im Freien dürfen dann mehr sein als innen drin. Ich denke, Anfang, Mitte Juni ist da auf jeden Fall Klarheit da, aber ihr könnt schon mal planen. Die Musik macht sich langsam bereit, oder? Wir kommen so langsam zum Ende. Andi, hast du noch was, was du uns auf den Weg geben willst? Also, ich würde mich einfach freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger weiterhin so umsichtig vorgehen würden wie bisher. Ich glaube, wir sind bislang gemeinsam gut durch diese Krise gekommen und jetzt müssen wir lernen, mit diesem Virus zu leben. Das heißt, es wird sich auch kulturell etwas ändern. Wir können uns nicht mehr so umarmen. Wir müssen eher Kontakt reduzieren, Kontakt vermeiden, kommunizieren. Daran werden wir uns gewöhnen müssen und wir müssen auf die Rücksicht nehmen, die etwas schwächer sind, insbesondere ältere Menschen, Senioren. Da müssen wir wirklich achtsam sein. Und ich glaube, dann kann es uns gut gelingen, dass wir diese Krise in Baden-Württemberg gut bewältigen. Wo machst du deinen Sommerurlaub? Sommerurlaub? Mein Sommerurlaub, den muss ich noch planen. Ja. Ja, also wenn alles gut läuft, werde ich in den Alpen Rennradfahren gehen. Ich bin ja leidenschaftlicher Rennradfahrer. Die Königin, du fährst dann über die Schwäbische Alp. Die Königin der Alpenpässe ist das Stilfser Joch mit 48 Kehren. Aber da, weil die Ochsenwanger Steige ist dort. So, die Ochsenwanger Steige, da brauche ich von Bissingen aus 20 Minuten. Also du darfst mich gerne mal willkommen heißen. Das mache ich auf jeden Fall. Du bist eingeladen, dann trinken wir mal das Schnäpsle. Wir trinken den Sauersprudel. Sauersprudel in der Otto-Mörike-Straße. Nein, in der Eduard-Mörike-Straße. Eduard-Mörike-Straße. Ja, Anni, ich schenke dir eine Mütze vom 3K, dass du, wenn du mal Fahrrad fährst, dann hast du einen Helm auch. Ja, der Helm hängt da drüben. Wenn du dann aber irgendwo zum Festsport dich niederlässt, bei uns auf der Schwäbischen Alb, dann kannst du das Käppchen aufsetzen. In der Ziegelhütte. Zum Beispiel in der Ziegelhütte. Und dann habe ich sprechen nur Einladung aus an Winfried Kretschmann, den ich ja an seinem Geburtstag dieses Jahr schon zum Weindorf einlade. Ja. Jetzt findet das Weindorf nicht statt. Ja. Und wir werden aber irgendwie so eine Weinstadt oder kleinere Sachen machen und einfach mal auf der Feierabendscholle Winfried Kretschmann bringst du mal mit, dass man mal vielleicht abseits von Corona auch mal über was anderes redet, über der Württemberger Weih. Er trinkt Rotwein. Wir haben Rotwein. Gut. Kannst du drauf verlassen. Rotwein, ja. Schön, dass du da bist. Ja. Micha. Bleib nur ein bisschen, wir haben noch einen interessanten Gast nachher, die Nadja. Ja. Und, also ich kann schon sagen, das ist wirklich eine tolle Sache, was sie nachher vorstellen wird. Ja. Hat meine volle Unterstützung. Also wir reden nachher noch. Ja, ich bin schon da. Jetzt nochmal die Band. Drei Lieder, zwei, drei. Oh ja, haut rein.
when you were here before. Couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a fever in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special, but I am a creep. I am a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna control. I want the perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special, but I am a creep. I am a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Whatever you want, you're so very special. I wish I was special, but I am a creep. I am a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. I don't belong here. Dankeschön. So, da kommt ein Lied aus England. Jacobites. Hey, Jacobites by name, lend a ear, lend a ear. Hey, Jacobites by name, lend a ear. Hey, Jacobites by name, you fools, I will blow flame. You doctrine, I was flame. You shall hear, you shall hear. You doctrine, I was flame. You shall hear. What it's right and what it's wrong,
by the law, by the law. What is right and what is wrong, by the law. What is right and what is wrong, by short I walk by long. Are we come over strong for the drug, for the drug? Are we come over strong for the drug? What makes heroic strife? Fame the fair, fame the fair. What makes heroic strife? Fame the fair. What makes heroic strife? To win the session's knife, or hand the parent's life. Why bloody war, why bloody war? Or hand the parent's life, why bloody war? Games alone in the state, in the state. Then let the games alone in the state. Then let the games alone under the rising sun, and leave a man undone to his fate, to his fate. And leave a man undone to his fate. Jacobites by name, lend a year, lend a year. Hey, Jacobites by name, lend a year. Hey, Jacobites by name, you thoughts I will proclaim. You dug turn, I was flame. You shall hear, you shall hear. You dug turn, I was flame. You shall hear, you shall hear. You shall hear. You shall hear. Belinda was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. So came along, love me strong, that's what I thought. Me and Sue, they died too. Don't know what I will, but until I can find me the girl, you stay and won't play games behind me. I'll be what I am, solitary man, solitary man. I had a bit here, being where love's a small world, a pot I'm thing, a paper ring. I know it's been done, heaven girl, you love me, right or wrong, weak or strong. Don't know what I feel, but until I can't find me the girl, you stay and won't play games behind me. I'll be what I am, solitary man, solitary man. Thank you.
Well, I can't find me the girl you stay and won't play games behind me. I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I'm a solitary man. Ja, das war Marcel Jäckel und Axel Egerer mit der Musik. Toll, klappt heute klasse. Vielen Dank an euch, ihr spielt ja nachher noch ein paar Stücke. Aber jetzt ist bei mir Nadja Schoser. Hallo Nadja, schön, dass du da bist. Hallo Micha, ich freue mich hier zu sein. Ja, schön auf Abstand. Genau, wir haben ja vorher schon nachgemessen. Ja, wir haben nachgemessen, können wir auch noch... Na, brauchen wir jetzt nicht machen. Auf jeden Fall, du hast in Kirchheim eigenhändig unverpackt einen ersten Unverpacktladen in Kirchheim eröffnet. Am 2. Mai war die Eröffnung. Du hast also, wie einige noch übrigens, ein Start-up gegründet, mitten in der Corona-Zeit. Das ist eigentlich der Oberhammer. Hast investiert, dann noch steht aufmachen, jetzt bist du auf. Was sagst du? Wie läuft's? Ja, also das war tatsächlich die Eröffnung mitten zur Primetime. Mhm. So im März haben uns dann mal ja, ganz kurz so ein bisschen die verschiedensten Gefühle eingeholt. Ihr hattet auch schon Ware da vielleicht, oder? Die Ware war noch nicht da, aber natürlich sämtliche anderen konkreten Vorbereitungsarbeiten. Und das Gute ist, wir sind Mitglied im Unverpacktverband und da haben wir immer relativ schnell, teilweise noch vor den Medien, Infos bekommen, wie es weitergeht. Und ja, als dann sicher war, dass Unverpacktläden tatsächlich weiterhin geöffnet bleiben, weil die ja eben mit der Lebensmittelversorgung direkt zusammenhängen, auch mit einer sinnvollen Vorratshaltung, konnten wir uns dann entspannen und haben uns tatsächlich ja, auf die Eröffnung fokussiert und natürlich auch wahnsinnig gefreut. Ich könnte mir vorstellen, also ich glaube, ich habe in meinem Leben, ich lebe schon lange, 14 Kneipen eröffnet. Und es war immer so, dass du am Öffnungstag die letzte Handvoll rausgelaufen ist. Und du hattest ja jetzt ein bisschen mehr Zeit, um vielleicht die Eröffnung zu verschieben. Und ihr wart dann aber auch vollkommen am Start. Genau, also wir hatten ja im Februar... Keine Nachtschichten, sondern konnten... Nachtschichten gab's, aber wir konnten den 2. Mai, der wurde ja so im Techboden auch Mitte Februar kommuniziert. Mhm. Und den haben wir uns ja trotz allem als Deadline gesetzt und konnten den ja mit ein bisschen Schweiß und Extraschichten tatsächlich auch halten. Dann kam die Lockerung, weil ihr auch machen wolltet, das will ich lassen. Nein. Das hat auch nicht gepasst. Wie bist du auf die Idee des Unverpacktladens gekommen? Was hat dich denn inspiriert? Also du hast schon eine bewegende Lebensgeschichte hinter dir, Unternehmerin, du warst aber auch schon in der Lüfte. Genau. Also ich würde sagen, mich hat das Gesamtpaket inspiriert. Ich war erst einige Jahre in der Luftfahrtbranche tätig, sowohl an Bord wie auch im Managementbereich. Und da war mir das immer schon so ein bisschen ein Dorn im Auge, ja, einfach wie viel Verpackungsmüll anfällt, wie dieser moderne Convenience-Lifestyle. Ne? Ich bin die ganze Zeit unterwegs, habe keine Zeit mehr, echtes Essen einzukaufen. Überall wird nur noch gesnackt, wie praktisch dieser Lifestyle einfach dazu führt, dass auch immer mehr Verpackungsmüll anfällt. Ja, ja, das war so die eine Sache. Und die andere ausschlaggebende Sache war einfach, ich hatte schon mal ein Startup im Lebensmittelbereich, zwar in der Biobranche, gesunde Zutaten, vegan, glutenfrei, High Protein, also eigentlich alles am Puls der Zeit. Aber sobald man eben verpackte Lebensmittel herstellt und vertreibt, hat man immer dieses leidige Verpackungsthema. Also für die, die es nicht wissen, was heißt eigenhändig, was unverpackt, was für ein Angebot, also könntest du vielleicht mal schildern. Was wir in unserem Laden jetzt so anbieten. Ja, und wie das dann abläuft. Bringe mal Tupper-Schüssel mit, oder? Genau, du bringst entweder deine Tupper-Schüssel mit. Ganz viele haben auch total wunderschöne Vorratsgläser daheim.
Na, die Firma Weg kennt ja eigentlich jeder, es gibt aber inzwischen auch viele andere Anbieter. Also man kann eigentlich alles mitbringen, was sauber ist, was für Lebensmittelkontakt geeignet ist und genau, was einem praktisch den Unverpackteinkauf erleichtert. Mhm. Viele, die jetzt auf dem Fahrrad kommen, haben dann eher Tupper-Schüsseln dabei. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Kunden, die wirklich mit einer richtigen Ladung Vorratsgläsern anrücken. Na ja. Und bei uns im Laden läuft es so ab, man wiegt sein leeres Behältnis, schreibt das Leergewicht drauf, füllt sich dann wirklich genau die Menge ab, die man braucht. Also auch, egal ob das macht der Kunde selber. Das macht der Kunde selber. Zumindest die Sachen, die in unseren Glasspendern hängen und gekocht werden. Alles, was bei uns gerade im Bereich Snacks oder Tee, Kräuter, Gewürze ist, füllen momentan wir ab. Hm. Einfach aus Vorsichtsgründen. Kann man das dann auch vorbestellen? Also wenn man, oder habt ihr eigene Behälter? Habt ihr eine? Also wir haben auch Behälter da. Eine To-Go-Range, die dann aber wiederverwendbar ist oder irgendwas? Genau, also wir haben einmal eine Gläserstation, wo praktisch Kunden, die jetzt spontan vorbeikommen oder noch nicht ausgerüstet sind, können sich da kostenlos Vorratsgläser mitnehmen. Oder wir verkaufen auch etwas repräsentativere Drahtbügelgläser und Weggläser. Mhm. Und das Thema, was du jetzt meinst, Pfandsystem, das werden wir jetzt im zweiten Schritt in unserem kleinen Tagescafé und in der To-Go-Küche einführen. Ah, da wollte ich noch drauf kommen. Aber nur ganz kurz nochmal, was gibt es außer Müsli? Außer Müsli gibt es viele tolle Sachen. Also aber es gibt auch Müsli. Es gibt auch Müsli, es gibt sehr leckeres Müsli. Also wir haben auch so ein paar, das Müsli sind unsere absoluten Topseller. Wer die einmal probiert, kommt in der Regel einmal die Woche wieder. Okay. Genau, hätte ich vielleicht mal eine Kostprobe mitbringen sollen. Ja, also kein Geschenk dabei. Aber das können wir noch nachholen. Und dann haben wir noch Hülsenfrüchte, Nüsse, Reis, Nudeln. Auch ein paar exotischere Sachen wie Couscous, Bulgur, Quinoa, Hirse. Also das sehr ist gut, weil wir bieten seit gestern Bowls an. Ah, und da arbeitet ihr wahrscheinlich auch mit in Zukunft mit diesen, dir zusammen. Ja, wollte ich gerade sagen. Da müssen wir mal nachher nochmal sprechen. Gebt ihr noch ein paar mit und so. Genau, ja, oder vielleicht gleich die größeren Säcke. Dann können wir euch da ausrüsten. Okay, du lieferst auch? Ich liefere auch. Jetzt schon? Also jetzt noch nicht. Okay, aber das ist natürlich auch sehr interessant. Ja. Weil wir halt an der Quelle sitzen, wir haben tolle Großhändler, arbeiten auch ausschließlich mit biozertifizierten Händlern zusammen, oftmals auch CO2 und Fair Trade. Also wir sind immer bemüht, das bestmögliche Produkt zu beschaffen, egal ob es jetzt exotische Kakaonips sind oder wenn es jetzt hier aus der Region ein Mehl oder Getreide ist. Da haben wir zum Beispiel den Bauer Kruhl aus Auen. Ja. Also immer das bestmögliche Lebensmittel, was wir beschaffen können. Der Tech Bulgur. Die Tech Linse, genau. Die Tech Linse. Tech Bulgur ist mir jetzt neu, aber ich werde es mal vielleicht vorschlagen. Das. Was mich neu interessiert, du planst Mittagstisch und Speisen und Suppen und du hast aber kleine Ladenfläche, ich weiß ja, vor kurzem. Genau, du warst gibt's ja noch mehr Räume oder hast du es? Genau, also wir haben, wenn die Sache jetzt gut anläuft und sich etabliert, dann haben wir noch einen fast doppelt so großen Raum wie die Ladenfläche in petto, wo wir praktisch expandieren können. Da ist die Idee, so eine Mischung aus Erweiterung der Ladenfläche zu machen, aber auch ein kleines Tagescafé, wo man einfach gemütlich zusammensitzen kann, so eine Art eigenhändig Wohnzimmer. Abends auch mal die ein oder andere Schulung machen kann, weil uns ist ganz wichtig, wir wollen nicht nur ein Unverpacktladen sein, sondern es ist eigentlich ein Ort, wo sich Gleichgesinnte treffen, wo man... Was heißt Schulungen? Was geht's da? Also Schulungen oder Workshops rund ums Thema Nachhaltigkeit. Okay. Nachhaltigkeit ist ja ein sehr weiter Begriff. Also ja. Okay, wenn es noch größer wird, dann könnte man auch noch hierher expandieren. Ja, genau. Wir haben auch eine Videoleinwand, da kommt nach der VfB, da kann man aber auch von der Schulung her was projizieren. Perfekt. Mit Abstand. Ihr habt auch schon nachhaltige Edelstahlstrohhalme. Genau, mit Glas arbeitet ihr auch. Ja, absolut. Also das könnte passen. Das könnte echt passen, da können wir mal was starten, das finde ich interessant. Ja, ich muss auch was kommen, was uns auch bewegt. Wir wollen jetzt das To-Go, die Bowls To-Go und so weiter. Die Stadt wird vermüllt, quasi, das ist auch ein großes Thema. Wir hatten jetzt in der ganzen Zeit mit Corona, war viel Abholung in der Gastronomie.
Und überall siehst du dann halt die ganze, auch wenn es dann kompostierbar ist und sowas, aber ein wahnsinniges Müll an. Es landet ja trotzdem im Müll letztendlich, ja. Ne? Und vielleicht auch nicht sortiert. Ja. Hast du eine Idee? Also wir haben da Ideen. Ja. Ich glaube, die beste Idee ist, wenn man, ja, so wie auch unser Laden heißt, eigenhändig, wenn man die Sache eigenhändig in die Hand nimmt. Weil tatsächlich das deutsche Recycling-System, das ist noch nicht so weit. Mhm. Na, also selbst wenn ich eine kompostierbare Bio-Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen habe, es ist letztendlich einfach noch nicht der Prozess da, dass das auch tatsächlich recycelt oder kompostiert wird. Das nehmen wir mit dem Kreistag. Genau, kann man ja hier vielleicht an geeigneter Stelle nochmal weitergeben. Ja. Ja. Unsere Nachbarn zum Beispiel, die Holländer, sind da schon ein bisschen weiter. Mhm. Aus Holland kommen auch viele tolle biologische, plastikfreie Verpackungen. Aber wir haben jetzt den Plan, auch mit unserer kleinen To-Go-Küche, die dann irgendwann im Sommer startet, A, auf die guten alten Weggläser zurückzugreifen, also im Pfandsystem, weil es da gerade für Suppen, Salate oder auch Joghurt-Bowls perfekte Größen gibt. Ja. Und dann gibt es natürlich auch bei uns im Laden zukünftig auch tolle Anbieter im Bereich Edelstahl, die EcoProt-Box oder Unegal, das ist auch ein ganz neues Start-up. Unegal. Unegal. Also der Name ist auch Programm. Unegal, ja, wie der Name schon sagt. Also es ist kein Prospekt dabei. Gut. Leider nicht. Ja. Gibt es aber bei uns mittelfristig im Laden. Dann kannst ja, du da muss ich mal wieder vorbeikommen. Genau. Du, der Laden ist echt relativ klein, wenn da zwei Leute drin sind. Wie viel dürfen denn rein auf einmal? Also wenn man sich an die offiziellen Richtlinien, es sind ja Richtlinien ja. Und keine ganz starren Gesetze, daran hält, dann sind aktuell 2 Kunden erlaubt. Schau. Und ja, das ist natürlich gerade jetzt in der Anfangsphase, wo viele Kirchheimer neugierig sind. Einige Kunden wollen sich beim ersten Mal einfach auch nur einen Überblick verschaffen, was gibt es denn überhaupt, was muss ich mitbringen. Ja. Haben wir halt echt oft eine Schlange vorm Laden, weil immer nur 2 rein dürfen. Aber das ist jetzt im Moment das Game. Na, wir sind froh, dass unser Laden überhaupt eröffnen durfte. Ja. Und es gibt auch Zeiten unter der Woche, wo momentan teilweise auch wenig los ist. Also ich denke, wenn Kirchheimer, die sich so ein bisschen einteilen können oder vielleicht gerade immer noch Homeoffice oder Kurzarbeit haben, auch unter der Woche kommen, kann sich trotzdem sind, jeder im Laden austoben. Öffnungszeiten, dann kann ich das auch. Ja, genau. Also die Öffnungszeiten sind momentan montags, mittwochs und freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Und samstags haben wir noch ein weiteres Highlight. Da gibt es das weltbeste Brot aus der Eselsmühle. Demeter-Qualität und mit Quellwasser. Also wer Hunger hat, kann da kann Samstag sich ein Brot holen. Genau. Ja, du hast einen tollen Laden mit einem wichtigen Thema. Danke. Und bist damit auch im Puls zur Zeit, haben wir euch so aufgeschrieben. Und was eine Umfrage des Sektboden gezeigt hat, da haben nämlich über 77% angegeben, dass sie sich vorstellen können, in einem unverpackt Laden einzukaufen. Es waren, glaube ich, sogar 87%. Du meinst, wir haben Zahlenwert drin. Du hast, glaube ich, die 7 und die 8 verwechselt, aber ist ja egal. Du bist quasi der Shootingstar eines Startups in Kirchheim in der Corona-Zeit. Hast du das dokumentiert? Also, das muss ja ein paar Jahre nach mir drüber. Genau, für Shootingstar würde ich sagen, ist es noch ein bisschen zu früh. Also reicht dir der Laden aus? Der Laden reicht mir aus. Okay. Die Schulungen machen wir dann hier. Genau, die Schulung machen wir hier. Ja, das ist ja und jetzt haben wir 4 Wochen hinter uns und schauen, wie es weitergeht. Ich wünsche dir alles Gute. Herzlichen Dank, dass du da warst. Jetzt vielen Dank. Ich habe dir auch ein 3K-Käpple, falls du mal irgendwie aus dem Laden rauskommst und die ganze Zeit arbeiten. Ich mal hierher. Und wir hören jetzt ein bisschen Musik. Schön, dass du da warst, hat mich sehr gefreut und viel Erfolg mit dem unverpackt, eigenhändig unverpackt Laden und mit unegal genau, Produkten. Und weiteren Produkten. Da habe ich dich unterbrochen, tut mir leid, aber muss ja auch ein bisschen spannend sein, dass man mal in den Laden kommt und sich das Ganze noch anschaut. So sieht's aus. Vielen Dank, dass du danke da sehr. Jetzt hören wir noch ein bisschen Cheers. Musik von Martel Jäckel und Axel Egerer, seid ihr soweit? Herzlichen Dank.
Hallo Fans, dürft mitsingen zu Hause, auch hier, 3K, bekanntes Lied, The Boxer. I am just a poor boy, but my story seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such a promise is. All the lies are jest, still a man he is what he wants to hear, and disregards the rest. Then I left my home and my family, was no more than a boy, in a company, a stranger, in the quiet of a railway station, running scared. Laying low, seeking out the poor, the quarter, they were ragged people go, looking for the places only they will know. Count! Lie, 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 lie. Asking only women's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the hills of 7th Avenue. I do the glare there at times when I was so lonesome, and I took some comfort there. La 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 la. Then I laying out my windy clothes, wishing I was born, going home, where the New York City winters aren't bleeding me, leading me, going home. Light, light. Lie, 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 lie. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every cloven laden dumb and cotton to be cried out, and his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but the fighters still remain, still remain. Lie, lie, lie. Lie, 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 schön. Prost zu Hause. Das nächste Stück ist von Neil Young. Long may you run. Thank you.
song sings together with trunks of memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. All through these changes have come. With your chrome heart shining in the sun. Long may you run. Well, it was back in Blind River in 1962 when I lost saw you alive. But we missed the ship on the long decline. Long may you run. Long may you run. Long may you run. All through these changes have come. With your chrome heart shining in the sun. Long may you run. Maybe the Beach Boys you got to know. If those waves singing Caroline, rolling down the empty ocean road, getting to the surf on time. Long may you run. Long may you run. All through these changes have come. With your chrome heart shining in the sun. Long may you run. Das nächste Stück ist, haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Aber es passt klapp in die heutige Zeit. Oh. Ist ja alles ein bisschen verrückt heute. Das Stück heißt Mad World. Worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere, and the tears are filling up their glasses, no expression, no expression.
at my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Bad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. May they feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. When the school and I was very nervous, no one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my list. Look right through me, look right through me. And it find it kind of funny, find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very bad world. Bad world. Bad world. Bad, bad world. Mad world, maybe. Ja, jetzt ist schon kurz vor 7 Uhr, genau gesagt 18.58 Uhr. Wir kriegen, glaube ich, nachher noch zwei, drei Zugaben. Aber ich will mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Das war heute leider erstmal das letzte Livestream, das wir gemacht haben. 7. Mal jetzt. Und wir machen so eine Art Sommerpause oder stellen das Format um. Vielleicht machen wir es auch mal später abends oder am Dienstag. Schön, dass ihr dabei wart. Ich will mich jetzt bedanken, natürlich bei Martel an der Geige, beim Axel am Gesang und an der Gitarre, beim Chris Sonax, der jetzt schon nachher los muss, weil die Autokonzerte aufbauen auf der Hahnweide. Ganz tolles Ding, das ihr da startet. Ich komme da wirklich mal gerne vorbei. Ich hoffe, auch viele Zuschauer werdet ihr haben. Und es geht ja irgendwie weiter. Wir werden einen Kultursommer erleben in Kirchheim mit vielen kleinen Events, mit kleinen Formaten, das wir ja starten wollen. Ich bedanke mich bei allen, die beteiligt waren, beim Peter Goller, unserem Chefkoch, der wirklich viel gemacht hat, an mein Team, an die Gäste, die jetzt da waren, an Nadja Schosser für den heutigen Abend. Hier nochmal schön Erfolg. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei meiner Tochter Anna, die alles redaktionell mit vorbereitet hat und die auch immer die Fragen weitergeschickt hat, dass man schon so ein bisschen ein Feeling bekommen konnte, was sagt. Vielen Dank, Anna, dass du da immer mitgewirkt hast. Ich hoffe, es geht irgendwann weiter mit unserem Livestream. Music Beats, live aus dem 3K. Mir hat es super Spaß gemacht. Dir hat es, glaube ich, auch ein bisschen Spaß gemacht. Andi Schwarz musste schon weiter. Der hat ja Termine, außerdem Familie. Auf jeden Fall. Wir sehen uns alle wieder und herzlichen Dank. Haut rein, Rock'n'Roll, bis bald, ciao, ciao, es geht weiter. Ja, von uns auch herzlichen Dank, Micha, 3K, vielen Dank. Euch schöne Grüße zu Hause und das nächste Stück, ein deutsches Lied. Am Fenster.
einmal wissen, dieses bleibt für immer. Ist nicht rauscht er schon die Nacht verklagt? Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer? Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist mein und es ist nur für dich. Dich die Stirne mehr am Fenster kühlen. Dann ein Leben schwer vorüberstrich. Fühlen. Dies ist mein und es ist nur durch dich. Klagt ein Vogel, acht auf mein Gefieder. Lässt der Regen, flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt.
flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. La 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 la. 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 La Dankeschön. Eins knapp oder zwei? Zwei oder ein langes? Wir haben ein langes. Mit Umbaupause. Hello, Fans. Hello. Es wird alles gut. Siebenovent. Ever since the days of old, a man would serve for the wealth untold. They dig for silver and for gold and leave the empty halls. Way down south in the Everglades, the black water rolls and the sawgrass waves. The eagle fly and the otters play the land of Seminole. So blow, blow, Seminole wind. Blow like you're never gonna blow again. I'm calling to like a long lost friend, but I know who you are. Blow, blow from the Okeechobee all the way up to be canopy. Blow across the home of a Seminole, the alligators in the gall. Wow! Came and took its toll, but in the name of blood control, they made the plans and they drained the land, but the alligators couldn't try. And in the last time I walked in the swamp, I sat upon a cypress tongue. I listened close and I heard the ghost of Askelode cry. So blow, blow, Seminole wind. Blow like you're never gonna blow again. I'm calling to like a long lost friend, but I know who you are. Blow, blow from the Okeechobee all the way up to be canopy. Blow across the home of a Seminole, the alligators in the car. Blow, Seminole wind. Blow like you're never gonna blow again. I'm calling to like a long lost friend, but I know who you are. Blow, blow from the Okeechobee all the way to Piquinanape. Blow across the home of Seminole, the alligators and the car.
Sumino. Dankeschön. Dankeschön. Thank you. Für den Mischa. Mama, take this badge of me. Why can't you use it anymore? It's getting dark, too dark to see. I feel I'm a knocking on heaven's door. Quote! Knock, knock, knocking on heaven's door. 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 Mama, take the guns on the ground. I can't shoot them anymore. Long black clouds coming down. I feel I'm a knocking on. Dankeschön. Dankeschön.